Der nächste Teil ist, dass wir das mal ein bisschen, das Gesagte ein bisschen herzeigen. Das machen wir jetzt lange, bis zur ersten Pause. Jetzt schauen wir erstmal, warum der Audio, ob der generell nicht mehr geht. Weil ich brauche auch Audio. Chef eines großen Logik. Geht generell. Telefonnummer erreichbar. Keine Ahnung, diese HFO-Viren. Keine Ahnung. Ich muss mal den Stick gleich auswerfen zur Sicherheit. Ja, da hat er sogar so einen Gummi dran. Mach's lieber nicht. Nicht? Das probiere ich jetzt. Ich hab da schnauzt was auf den Fingern. So. Gut. Mit was werden wir anfangen? Mit einem Reload. Toll, gell? wir werden anfangen. Auswahltelefone mit den Auswahltelefonen ein bisschen. Auswahl selbst in Vertretung durch den Herrn Schuppener hat einiges ja schon erklärt. Wir wollten es aber noch ein bisschen live zeigen. Dazu haben wir hier sowas. Da sieht man ein schräges Auswahltelefon. Ja. Und da wollten wir ein bisschen noch mal durchgehen, einfach nur die Funktionalität, wobei die jetzt gerade schon noch beschrieben wurde, aber wir wollten halt noch mal ein bisschen durchgehen, wie sieht es aus mit der Zusammenarbeit mit der MobiDick, was konfiguriere ich denn hier wo und funktioniert das denn auch tatsächlich. Zur Modellpalette, es gibt das kleinste Telefon, das unterstützen wir nicht, das hat kein Android, wir unterstützen wirklich nur die Android-Telefone. Hier sieht man jetzt halt, ist ein Max-Muster irgendwie registriert und der ist da irgendwie draufgekommen. Was vorher schon erwähnt wurde und was man wirklich wissen muss und dem Kunden auch erklären muss, der das einsetzen will, oder Sie sind ja entweder Partner von uns oder Endanwender, die das dann wieder rechtfertigen müssen vor den Benutzern, die quasi solche Telefone tatsächlich hernehmen, ist dieser Hinweis mit dem kapazitiven und nicht kapazitiven Display. Also Quirin kann es gerne mal herzeigen mit der Fadenkreuzsteuerung da vielleicht. Es ist wirklich sinnvoll, hier nicht, wenn ich also irgendwas mache, diese Knöpfe hier zu benutzen, weil das Gefummel in diesen Displays, erstens sind die halt nicht so, wie man es gewohnt ist. Ein Handy hat man so in der Hand und macht es halt so schön mit dem Daumen und hat es geübt seit 10 Jahren, seit Apple das erste Mal sowas gebaut hat. Und hier ist es halt so, wenn ich da drauf komme, das im Display machen zu wollen, nehme ich die andere Hand, wurschtel hier rum, tippe hier irgendwas. Das geht, aber man muss sich daran gewöhnen und der erste Kommentar wird sein, bei meinem Android-Telefon oder bei meinem iPhone ist es aber besser. Deshalb ist hier eine ganz klare Empfehlung, es telefoniert sogar dieses Telefon tatsächlich. Wahnsinn. Ist eine ganz klare Empfehlung, wenn man das einführt oder wenn man das seinen Benutzern zeigt oder das selber testet, es ist viel, viel sinnvoller, das Kreuz zu benutzen, weil das Ding ist nämlich optimiert dafür auch, dass ich alles mit diesen Kreuzbedingungen machen kann. Wozu nehme ich dann eigentlich noch einen Touch? Das zeigen wir dann gleich. Man kann noch weitere Objekte in den Touchscreen legen, die nicht direkt erreichbar sind über irgendwelche Funktionstasten. Da macht es dann durchaus Sinn. Bei dem ganz großen Modell, das hat einen sehr, sehr guten reagierenden Touch, ist aber auch für den Otto-Normal-Telefonierer zu teuer. Also es wird nicht 100-mal im Unternehmen verteilt werden. Aber das hat einen sehr, sehr guten Touch und reagiert dann eher schon, wie man es gewohnt ist, wie ein Mobiltelefon. Also das nur so als Hinweis vorab, dass es wirklich schlau ist, die Kreuze zu benutzen und das dann auch viel schneller geht und vor allem ich die Telefone auch blind bedienen kann. Das heißt, wenn ich das Fadenkreuz so benutze, muss man darüber reden, warum benutze ich überhaupt ein Hardware-Telefon? Ist doch meistens, ich habe hier am PC was und hier lange ich nur hin und tippe dann mein Zeug runter und telefoniere dann damit oder benutze schnell meine Lämpchentasten, da spüre ich schon die erste, die zweite Lämpchentaste. Das Erlebnis eigentlich, dass ich das alles auf Knöpfen habe, ist meiner Meinung nach, wir können uns auch darüber streiten, aber meiner Meinung nach der Grund, warum ich überhaupt ein Tischtelefon habe. Wer sieht das generell anders? Gegenstimmen? Schade. Diskussion fällt aus, wir sind 10 Minuten schneller. Nein. Also ich denke mal, dass dieses... Wer hat schon mal eine Fernbedienung benutzt, die nur mit Touch war? Wer hat versucht, seinen... Ja, wie war das? Sensationelle Kacke, oder?
Nein, es ist so, man sitzt da auf der Couch, will umschalten und dann macht man irgendwie so und dann sieht man, oh, hier ist der Knopf und dann wieder so. Also genau das ist das, was vorher auch in der Präsentation war, meiner Meinung nach auch so ist, ist, dass gerade dieses, ich finde die Tasten wirklich am Telefon blind, ein großer Vorteil ist. Und diese Mischung ist, finden wir relativ interessant mit dem Android da drauf, dass ich eben solche Sachen machen kann, muss aber nicht an die Telefonbedienung mit der Hand, sogar blind relativ schnell geht. Ansonsten unterscheiden sich diese drei Apparate mit dem schon besungenen Features. Wir zeigen jetzt hier, was ist bei der MobiDick Fakt dann damit und wie funktionieren so ein paar Gimmicks. Was ziemlich cool ist, was nichts mit der MobiDick zu tun hat, ist diese Kamerasteuerung. Die ist hinten aufgebaut, glaube ich, oder? Ja. Also es ist ein bisschen nur das halbe Lied. Das ist ziemlich praktisch für Vermittlungsarbeitsplätze, die auch Kameras überwachen müssen. Natürlich können die das MobiDick Flex Panel benutzen, um das zu tun. Aber viele wollen halt das am Telefon auch sehen, Türöffnungsszenarien. Und das ist ziemlich cool mit dieser ganzen Fernsteuerung der Kameras am Telefon direkt. Das sollte man sich anschauen, wenn es sowas interessiert. Wie geht es jetzt in der MobiDick? Was muss ich hier tun, dass so ein Telefon funktioniert? Wenig. Ich schalte es ein. Es wird vom DHCP befeuert, wie unsere anderen Telefone auch, die wir alle unterstützen. Und erscheint dann hier einfach in der Liste und ich weise es zu. Also hier keine Hexerei. Was hat sich verändert? Wer administriert denn eine MobiDick von Ihnen? Fast keiner. Alle. Gott sei Dank. Keine Spione hier. Was hat sich hier verändert? Es gibt eine Basiskonfiguration hier. Und in dieser Basiskonfiguration gibt es jetzt neu, hier kann man auch andere Menschen lesen, die wir provisionieren können, hier den Auswald bearbeiten. Und dann gibt es hier neu ein XML-File. Wer sich MobiDick schon länger damit beschäftigt, was hatten wir sonst immer hier? Weiß jemand das? Eine Tabelle, ja. Eine Tabelle. Auf unserem, besonders auf dem Partner Summit, hat man uns diese Tabelle sehr um die Ohren gehauen und hat gesagt, ich will 10 verschiedene LED-Tasten programmieren und dann muss ich in eurem Grid-Editor rumkaspern, bis das irgendwann mal irgendwie vielleicht funktioniert. Und das ist mir zu anstrengend. Deshalb sind wir dazu übergegangen, jetzt Files zu benutzen. Das schaut jetzt sehr wüst aus. Man muss in 90% der Fällen bei der Provisionierung, also bei der, wie kommt die Konfiguration aufs Telefon, sowieso nichts verändern. Was muss ich verändern? Ich habe zum Beispiel Mitarbeiter in einer anderen Zeitzone, die müsste ich vielleicht anpassen. Deutsch-Englisch wird schon automatisch von unseren Settings übernommen, aber ich kann es individualisieren. Oder ich will zum Beispiel Lämpchentasten belegen. Vorher im Grid-Editor jedes einzelne Lämpchen irgendwie editieren. Jetzt neu. Ich habe hier einen Textfile, aber wenn ich mir das einmal hergerichtet habe, kopiere ich das einfach immer wieder. Und dann habe ich halt 10 Lämpchentasten, füge die hier ein und dann sind die konfiguriert. War die Meinung, es ist schneller und einfacher wie so ein Grid-Editor. Vor allem, wenn ich mehrere Kunden habe. Ja. Bei jedem zweiten Kunde ist die Konfiguration anders. Und hier kommt es raus und drücken wieder rein und ändert die Namen zum Beispiel. Genau. Spart Dienstleistungsaufwand. Suchen, ersetzen. Ja. Ja, tatsächlich. Jemand, der das schlechter findet als einen tollen Tabelleneditor? Neutrale Einstellung zu dir alle. Gut. Also es ist allen egal. Wir konfigurieren und provisionieren diese Telefone hier wunderbar. Und sie erscheinen einfach in dieser Liste. Dann weise ich den Benutzer zu. Der Benutzer ist dann einfach da drin. Wir könnten uns das vielleicht noch mal da ein bisschen genauer anschauen. Also der Benutzer ist hier dann drin. Man kann es jetzt ein bisschen unscharf, weil die Kamera nicht ganz geeignet ist, aber hier steht ja dann der Max Muster mit seinem MobiDick-Account. Wir provisionieren das ganze Ding vollkommen automatisch. Wie immer aber. Du kannst einmal herzeigen, man kann, glaube ich, da so hin und her wischen und dann ja, seinen... Ja, das sind diese Felder quasi. Ja, das ist toll, da kann man seinen Account rauswischen und dann findet man nicht mehr, wo der ist, weil ich eben... Man kann ihn auch zweimal rauswischen. Zweimal rauswischen ist besonders toll, ja. ja. Da haben wir schon viel gesucht. Ja. Also man kann das aber auch reduzieren. Die Anzahl, ja, das wären quasi diese Arbeitsflächen.
ja, die man hier noch mit Leben befüllen könnte. Aber wenn sie leer sind, das ist etwas verwirrend. Genau, also wenn jemand seinen Account verliert, wischen, bis er wieder kommt oder die Anzahl der Arbeitsflächen vielleicht beschränken. Das ist auf den Telefonen, wir können Firmware-Updates machen mit denen, was man wie immer gewohnt ist. Was da neu ist, ist, wir haben da ein eigenes Menü dafür, das könntest du mal herzeigen. Mhm, da war ich vorher schon kurz drin. Das ist das Moby Dick-Menü, das ist ein browserintegriertes Menü. Das heißt, man surft hier über Knopfdruck auf die Telefonanlage und kann dann verschiedene Funktionen von der Moby Dick aus direkt am Telefon ausführen. Man kann zum Beispiel sein Anrufjournal sehen, Rufumleitungen programmieren. Man kann hier im Telefonbuch suchen, das habe ich vorher schon gezeigt. Wenn ich jetzt hier reindrücke, da brauche ich wieder den Touchscreen, damit ich tatsächlich eine Tastatur kriege. Und kann hier mal irgendwas eingeben und das dann suchen lassen. Dann findet er alle mit Pass in diesem Telefonbuch, das sind jetzt wieder zwei. Zufällig. Und kann ich den auswählen und dann anrufen. So Standardfunktionalitäten. Also es ist jetzt nichts, was wir mit den anderen Telefonen nicht auch integriert hätten so lange. Es gibt diese XML-Menüs, aber hier sind es eben Web-Menüs und man sieht halt da den Unterschied zum Android, dass ich eben komplett... Könnte es auch touchen, wenn ich möchte. Könnte, wenn man möchte. Wenn man lange übt. Ne? Da. Kapazitiv. Deutlich drücken. Deutlich drücken, ja. Genau, also das könnte man da machen, wie gesagt, besser die Kreuze bedienen. Und was jetzt hier schon der Charme ist, wir werden in Zukunft, je nachdem wie viele von diesen Telefonen für Sie interessant sind, auch natürlich Apps entwickeln können für diese Telefone. Jetzt ist es ein Webbrowser. Der Webbrowser kann genügen. Wir haben hier jemanden in den Reihen sitzen, die beschweren sich zum Beispiel, wenn ich auf Pause drücke am Telefon, dass es länger dauert als 1,34 Sekunden. 1,546 Sekunden. Für die ist so ein Browser natürlich nichts, weil bis der überhaupt mal lädt und dann überhaupt jemand mehr auf Pause drückt, ist die Pause schon vorbei. Ja? Also hier kann man dann ganz klar sagen, man kann hochspezialisierte Apps machen. Das ist aber was wir noch nicht gemacht haben. Wir wollen jetzt erstmal schauen, wie die Telefone so bei unseren Kunden und Partnern ankommen und freuen uns auch über jedes Feedback. Feedback immer über die Community ist am allereinfachsten oder uns direkt ansprechen. Damit ihr da ein bisschen ein Gefühl kriegen, ist das, was sie wollen oder ist das nicht, was sie wollen. Und je nachdem würden wir dann weitere oder tiefer gehende Integrationen machen. Gut. Das zu den Telefonen. Machen wir die Tasten? Mit Tasten, ja, die ist klar, aber zu den Telefonen jetzt in Hardware. Mhm, verstehe. Was vielleicht interessant sind, ist, wie ich da Tasten belege und wie so ein Web-UI ausschaut. Weil das wäre vielleicht anders als sonst. Oder anders als bei anderen Herstellern ein bisschen, natürlich jeder anders. Wie immer kann ich in der Moby Dick hier drauf surfen, auf so ein Telefon, Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die 0. Das ist wichtig für User, die das testen wollen. Auswald akzeptiert nur 8-stellige Passwörter. Unser Standard-PIN ist 4 mal die 0, den wir auf alle Telefone provisionieren. Und der ist auch in den Systemeinstellungen bei uns hinterlegt. Wenn Sie einen PIN haben, der kürzer ist als 8 Stellen, verdoppeln wir den einfach. Also wenn Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben, haben Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetzt dann. Also das ist eine Restriktion, wir können es nicht. Bloß, dass Sie nicht gleich scheitern beim Webfrontend und dann das Telefon zurückschicken und sagen, so ein Mist, ich kann mich nicht mehr einloggen. Also das ist das Geheimnis. Alle anderen sind mit 4-stelligen PINs zufrieden. Ja, da habe ich jetzt hier viele Einstellungen. Dieses Web-Frontend erinnert an eine Baumstruktur. Ja, ein wunderbares Web-Frontend. Kann 1000 Sachen einstellen natürlich und kann die provisionieren. Ich möchte jetzt hier nicht in jedes Detail gehen. Es gibt bloß super tolle Klingeltöne hier auszuwählen. Die kann man sich mal durchschauen. Die sind besser als alles, was wir bisher gehört haben. Die einzige für Sie jetzt interessante Einstellung, weil die Moby Dick alles automatisch provisioniert, ist hier unten. Und das sind die Funktionstasten auf dem Ding. Und die Funktionstasten auf dem Telefon, bin ich hier überhaupt auf dem richtigen, ist das 2000 irgendwas? Das ist hier der Muster. Ja, tatsächlich. Habe ich das toll gemacht. Funktionstasten ist hier eine App.
wo man die frei belegen kann. Jetzt kann man da relativ simpel beginnen. Was die anderen Hersteller auch alle toll machen, ist, ich kann so ein Lämpchen belegen. Wie mache ich das? Ich sage hier Zielwahl. Das ist ein bisschen verwirrend. Zielwahl ist bei vielen anderen Herstellern einfach ein Knopf und der macht dann quasi, wählt genau nur diese Nummer. Bei den anderen Herstellern heißt es Nebenstellentaste oder Besetztlampenfeld. Bei Auswahl sieht man dann hier, dass hier auf einmal BLF für SIP-Account steht und dass die Zielwahlfunktion quasi das ist, was bei den anderen BLF oder Nebenstelle heißt. Da muss man da ein bisschen suchen, wenn man das erste Mal sucht. Ansonsten geht es recht leicht. Ich kann hier einfach die zu überwachende Zielrufnummer eingeben, zum Beispiel 101. Die 101. Und dann refresht mir der das und ich sehe hier, dass die Lämpchen belegt sind. Und dann kann ich das auch benutzen, indem ich es einfach antippe oder sagen wir mal, Moment. Ja, hier wird es vorbereitet, dann kann man da anwählen natürlich. Und was natürlich auch ist, wenn er hier dann mit dem nicht sprechen möchte und wieder auflegt und er wählt irgendwas irgendwo hin. Leider haben Sie keine. Wählen wir die Mailbox an, Stern 100. Sie haben. Dann sieht man halt, dass hier die Lämpchen die verschiedenen Farben kriegen. Kannst du mit dem Finger hindeuten, da diesen, genau hier. Sieht man halt, dass die verschiedenen Farben kriegen, Pickup und so weiter. Das sind aber Dinge, die alle anderen auch machen. Das heißt, Auswahl hat hier verschiedene Farben. Für das. Yearlink zum Beispiel hat auch verschiedene Farben aus. Snom macht einfach nur Lampe aus, Lampe an. Gibt es andere? Andere blinkt, ja, mhm. Je nachdem. Hier unterscheiden sie sich aber nicht wirklich ganz grob. Was man machen kann, ist alle Funktionen, die wir haben, Pickup und so weiter, alles mit diesen Lämpchentasten, Durchwahlschalter drauflegen, Zeitsteuerungen rumschalten und so weiter. Also alles, was Sie von der Mobilität kennen, geht halt da. Was ist aber jetzt hier anders oder was ist ganz nett, was man machen kann, ist, man kann die hier auf Ebene 1 und auf Ebene 2 legen und man kann die auch ins Display legen. Bist du noch, musst du umschalten? Ich muss da umschalten, tatsächlich. Man kann die ins Display legen. Hier war Ebene 1, hier ist Ebene 2 und hier ist das Display. Und dann kann ich die auch direkt ins Display reinlegen. Gehe ich wieder auf Zielwahl, mache hier auch meinetwegen die 101. Und dann habe ich die Zielwahltaste hier drin und die kriegt dann quasi, also das ist jetzt das, was ich gemacht habe, wenn ich sage, die soll hier direkt sein. Die ist dann im Display da rechts unten, das sieht man jetzt leider sehr schlecht, aber hier sieht man dann so ein Männchen und das Männchen kriegt halt dann auch die verschiedenen Farben und so weiter und so fort. Man kann das auch auf weitere Screens legen, das zeige ich jetzt mal hier. Also ich drücke wieder hierher und kann sagen, wo das ist. Hier in der Favoritenleiste rechts oder auf einem meiner 100 Startbildschirme. Welchen wähle ich mal? 1. Mhm. Ja. Werden wir schon finden. Werden wir ihn finden, sicherlich. Also da ist es jetzt verschwunden. 1 ist wahrscheinlich am weitesten links. Links. Ah. Ja. Hier. Und hier sieht man die dann auch benamst. Das heißt, ich kann mir dann viele dieser Objekte da aufs Display legen. Wozu das ganz praktisch ist, ist, oder das Touch halt dann vernünftig. Ihr habt so große Wurstfinger. Ich glaube, das liegt nicht am Touch, doch jetzt. Jetzt toucht's. Ja. Was man da machen kann, ist ziemlich viel Ein-Ausbucherei aus verschiedenen Warteschlangen-Teams, alles da drauflegen. Das ist relativ praktisch und wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass man innerhalb von 1, noch was Sekunden aus dem Team aus oder eingebucht ist, geht das auch schnell genug. Also es ist so, dass die Funktion halt in etwa 1-2 Sekunden braucht, bis sie dann schaltet oder 3 Sekunden. Aber man sieht quasi im Überblick sehr schön in den Displays, was die alles können. Gut. Das ist die Auswahl-Integration. Natürlich können wir auch Firmwares updaten mit denen. Und wie gesagt, die steht am Anfang. Das ist Version 1 der Integration. Bisher haben wir mit dem Thema Apps und so weiter. Auswahl selber bietet einiges mit der Kamerasteuerung und so weiter. Aber es gibt jetzt noch nicht die MobiDick-App, die hier irgendwas tut. Gibt es jetzt noch Fragen zu diesen
Telefonen. Oder zur Integration vielmehr, weil Telefone kann man sich hier hinten wunderbar ansehen. Gar keine Fragen mehr da dazu? Dann ignorieren wir das Thema und gehen weiter. Ich räume das mal weg. Halt. Gut. Das nächste, was wir kurz herzeigen möchten, ist einen SIP-Account anlegen. Wer von Ihnen benutzt schon SIP-Accounts zum Raustelefonieren oder SIP-Trunks zum Raustelefonieren? Viele. Klassisches ISDN? Auch, ja. Ihr benutzt alles. Auch, ja. Also, was ist der Vorteil und was ist der Nachteil? Das heißt, der Vorteil und Nachteil ist schwierig zu sagen. Das eine wird abgeschaltet und das andere an. Das heißt, über Vor- und Nachteile brauchen wir nicht lange diskutieren. Aber es gibt verschiedene Anschlussarten. Und das gibt es bei der HFO und bei anderen. Und da möchte ich ganz generell mal darauf hinweisen, auf vernünftige, sinnvolle Dinge und unvernünftige Dinge. Vorher in der Präsentation ist es ein bisschen angeklungen. Es gibt bei fast allen Anbietern, egal wer das macht, bei der HFO natürlich auch, einen Account übers Internet. Das heißt, ich buche diesen Account einfach so irgendwie in meine Anlage ein und benutze die Internetverbindung, die ich irgendwie habe, zu dem Carrier. Welche Probleme kriege ich da? Geht das immer toll? Wenn das Internet nicht da ist, geht es telefonieren nicht. Das stimmt bei einer dedizierten Leitung. Wenn die dedizierte Leitung weggeht, geht es auch nicht. Aber hält sich vielleicht die Waage. Wen rufe ich an, wenn es kaputt ist? Ideen? Bei Passcom. Genau. Kack, Anlage kaputt. Na, wenn ich rufe, wer ist mein Ansprechpartner, wenn meine Telefonleitung kaputt ist? Gar keiner. Da ist die Meinung gar keiner. Gibt es andere Meinungen? Der Internetanbieter. Was macht der Internetanbieter, wenn ich den anrufe und sage, telefonieren geht aber schlecht? Sagt er nicht bei uns, ruft bei denen. Sagt er, genau, ruf doch bei diesem HFO an, der wird das Zeug da irgendwie ein bisschen kaputt konfiguriert haben. Es ist ein Zuständigkeitsproblem. Ich rufe bei meinem Provider an und sage ihm, hey, es funktioniert nicht vernünftig, ich habe ständig Packet Loss, dann muss ich es dem beweisen, dass es an ihm liegt. Und dann wird er das vielleicht richten. In der Regel wird es auf den SIP-Carrier schieben. Umgekehrt wird der SIP-Carrier sagen, ja, bei uns ist alles grün, hast wohl eine schlechte Leitung. Und das passiert sehr, sehr häufig. Klassischer Anbieter für sowas ist ZipGate zum Beispiel. Die bieten es ausschließlich so auf diese Weise an. Kann ich Glück haben, alles funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist es sehr, sehr schwierig. Drum, bei egal für welchen Anbieter Sie sich entscheiden an der Stelle, ist es wichtig, jemanden zu wählen, der die Leitung plus den SIP Connect liefert. Also das ist wirklich meine Empfehlung an der Stelle, weil dann, wenn es nicht funktioniert, kann es nur mehr entweder an der Anlage liegen und die funktioniert ja immer und, oder am SIP-Carrier und wenn die beiden sich dann auch noch kennen, ist es sehr, sehr einfach, das zu debuggen. Ja, es kann auch nicht nur nicht funktionieren, sondern schlecht funktionieren. Ja. Das gibt es auch. Schlecht ist meistens sporadisch. Schlecht ist eine schlechte Sprachqualität. Ja. Lässt sich hier nicht in den Griff kriegen. Ja, also das hier einfach nur die Empfehlung. Was wir jetzt hier probieren, ist mal so einen SIP-Trunk einzurichten, live, damit man das für die Leute, die das noch nicht kennen und noch ISDN rumstopseln, mal ein bisschen sieht. Ob das funktioniert, ist nicht so ganz gewiss, weil wir hatten hier jetzt schon viel Spaß mit dem Internet. Wir haben hier eine Internet-Connection gekriegt von der TechBase und die war dann erstmal auf Port 80 und 443 beschränkt. Komplett. Hm. Das ist für SIP ziemlich blöd. Jetzt haben wir hier aus dem Fenster raus ein Kabel gelegt, weil wir haben da oben ein Büro und haben dort Internet angezapft. Also wenn es nicht funktioniert, nicht erschlagen, ne? Also nur so vorweg. Wie geht's da was? Ich kann jetzt hier mit einem Telefon das andere anrufen und habe bis jetzt noch nichts gemacht. Die Ämter sind hier leer. Ich füge so ein Amt hinzu, zufällig, das ist aber nicht für heute umgebaut, ist die HFO gleich links oben. Das hat aber eher. Das ist eigentlich alphabetisch, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nein. Vielleicht haben uns die was gezahlt, bin mir nicht ganz sicher. Es kommen auch andere Anbieter dann weiter unten.
Da lasse ich mir die Maus da ein bisschen drauf. Der ist hier regional sehr stark vertreten. Ich weiß nicht, warum der hier ist. Ganz am Anfang. Alphabetische Gründe hat es nicht. Tut mir leid. Irgendwie haben wir den bevorzugt, ohne dass es. Datum. Datum des Hinzufügens, oder wie? Er war scheinbar der Erste, der ein Template gekriegt hat. Gut. Aber was trage ich hier ein? Benutzernamen. Und bevor jetzt jeder sich versucht, krampfhaft das Passwort aufzuschreiben, um telefonieren zu können, wir werden das dann noch ändern. Wahrscheinlich. Ich trage meine Vorwahl ein. Ich habe hier gekriegt diese Stammrufnummer. Und will eine 0 vorwählen, damit alle Benutzer nicht verwirrt sind. Und dann habe ich hier dreistellig. Also normalerweise habe ich nur einstellig. Ich kann es aber ohne Probleme auf dreistellig erweitern. Ohne Probleme heißt aber, wird nicht über Ländergrenzen hinweg geroutet oder Providergrenzen. Also das ist auch ganz wichtig. Ich sehe oft, dass Kunden und Partner einfach die Rufnummern erweitern. Es ist nur garantiert, was sie registriert haben, dass es auch überall hin geroutet wird. Alles, was darüber hinausgeht, ist Glück. Mir ist das jetzt für meinen Test egal, darum mache ich dreistellige Durchwahl. Hier sind einige aus dem Carrier-Umfeld, die machen so und so. Okay. Speichern. Oh, meine Zentrale, die 100 zum Beispiel. Dann speichere ich das ab. Der macht mir aus automatisch so Regeln rein raus. Was bedeutet das jetzt? Er macht mir Standardregeln, sodass jeder meiner User hier raus telefonieren kann, indem er eine 0 verwählt und dass ich jeden von außen erreichen kann und dass es nach außen alle Durchwahlen überträgt. Das ist so unser Standard. Wer die Mobilität kennt, man kann alles verbiegen an der Stelle und kann sagen, der schon, der nicht, der gar nicht raus, der mit seiner Rufnummer von dem, der mit Clipnose Greening, mit der Rufnummer von der Polizei, keine Ahnung. Du kannst es mal versuchen, ob es funktioniert, ich habe keine Ahnung. Dein Telefon? Rufe meine Handynummer an, dass die andere jeder kennt. Also hier kann man sich dann beschweren, falls irgendwas nicht funktioniert. Und dann dauert es, weil das Handynetz natürlich so langsam ist. Der Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja. Aber das ist eine Provider-Meldung. Ah, PIN eingeben, vielleicht liegt es daran. Moment. Ja. Ich weiß meine PIN nicht. Magst du, ich habe gestern neu gekriegt. Magst du vielleicht dich anrufen? Ja, das ist meine auch noch bekannt ist. Ich habe meine PIN im Rucksack, brauche ich dann später. Ich habe keinen Empfang. Du hast keinen Empfang. Also es liegt aber nicht unbedingt am Provider. Wir könnten bei uns in der Firma anrufen. In der Firma. Das ist, glaube ich, gut. Da ist wahrscheinlich dann keiner da. Ruf mir im Support an. Ruf auf der Null an. Kommen bei Passcom. Mach mal lauter, dass man was hört. Für den Vertrieb. Zwei bei Fragen zu Rechnungen. Lauter Verträgen geht's nicht. Oder Lieferungen. Also wir haben hier ein tolles IVR-Menü. Was man sieht, ist, dass die Einrichtung von so einem Amt sehr leicht erscheint. Es ist in Wahrheit furchtbar kompliziert. Der Assistent macht 1000 Sachen für Sie. Der weiß genau, wie die HFO spricht. Der weiß genau, wie das funktioniert. Darum an Sie, wir unterstützen hier in dieser Ämterübersicht unterstützen wir halt einige Provider, mit denen wir zusammenarbeiten, ist übertrieben, mit der Telekom arbeiten wir überhaupt nicht zusammen, sondern wir müssen herausfinden, wie es wahrscheinlich funktioniert und die Telekom stellt es dann morgen wieder um. Mit anderen arbeiten wir selbstverständlich zusammen. Da sind diese Templates fertig und haben wir das herausgefunden, wie das funktioniert. Was leider bei SIP der Fakt ist, ist, dass viele Provider sich einfach unterschiedlich verhalten. Es schleift sich jetzt langsam ein gewisser Standard ein. Der schleift sich aber wirklich ein und ist nicht von Anfang an Gott gegeben. Ganz am Anfang war es ganz schlimm, da hat jeder Provider komplett gemacht, was das Protokoll irgendwie hergibt, weil er darf ja. War ganz, ganz schlimm. Mittlerweile schleift sich ein bisschen ein, das heißt, es wird einfacher. Aber es ist immer noch so, wenn man mal schaut, was so ein Assistent hier alles macht, weil es so einfach ausschaut. Ja, es ist so einfach, wenn wir das herausgetestet haben, was der hier alles für Parameter setzt und irgendwelches Media irgendwie sonst irgendwie verbiegt, dass es dann irgendwie alles immer funktioniert. So und so Clip-Modi setzt die Rufnummern an die und die Stelle im SIT-Header packt. Das ist leider sehr aufwendig.
Es ist nicht so einfach wie bei ISDN. Also ich will jetzt nicht ISDN nachweinen, aber bei ISDN steckt man halt an und wenn ISDN konfiguriert ist, wird die Lampe grün und man telefoniert. Bei SIP ist es leider nicht so. Ich kann mich registrieren, dann kann ich mal schauen, was hat denn der für ein Rufnummernformat, wie kriege ich das überhaupt rein, wie macht der international, an welche Stellen im SIP-Header wird denn das gesetzt, wenn ich zum Beispiel Clip-No-Screening machen will. Das kann alles abweichen voneinander. Was ist jetzt meine Empfehlung? Die zu benutzen, die wir hier integrieren. Und wenn Sie jemanden integrieren wollen, den wir noch nicht in der Liste haben, kann man hier das machen. Man kann sagen, hinzufügen. Und dann kann man sagen, manuell SIP. Dann kann ich das alles selber einstellen und rausfinden, wie das geht. In unserer Wiki gibt es auch eine Beschreibung dazu, wie ich da vorgehen kann, wie ich die Parameter alle rausfinde. Und dann kann man nämlich fertige Profile hier als Vorlage exportieren und an uns schicken. Und dann bauen wir das hier ein. Unser Problem ist, wir können nicht jeden Provider testen, weil man braucht für manche Provider auch direkt den Anschluss des Providers, was dann quasi für uns sehr, sehr viel wäre irgendwann, was wir an Anschlüssen bei uns terminieren. Also mit Partnern erzählen wir sowieso immer wieder, wenn Sie einen SIP-Account haben, der nicht funktioniert, oder einen Kunden, wo Sie sagen, mit dem will ich jetzt einen ganz neuen Provider mal ausprobieren, sprechen Sie uns darauf an. Und dann können wir das machen. Machen Sie aber nicht Folgendes, dass Sie sagen, ich habe jetzt SIP-Provider XY, der hat gesagt, es wird schon gut gehen, der fehlt in der Liste und Sie stellen das Freitagabend um und merken am Samstag, dass nichts funktioniert. Eine schlechte Idee. Also ich will einfach sagen, es ist leider etwas komplizierter. Darum machen auch alle Anlagenhersteller, die so wie wir IP-fähige Anlagen herstellen, solche Datenbanken, wo die Provider drin speichern und das vorkonfigurieren, damit es einfach stressfreier funktioniert. Manche Dinge merkt man auch erst nach langem Probieren. Klassisches Sachen sind sowas wie, ich mache eine Rufumleitung, ich kriege einen Ruf rein, leite den wieder raus und wenn der dann abhebt, kriegt er kein Audio, weil der Proxy des Providers durcheinander kommt. So Dinge merkt man erst sehr spät unter Umständen. Deshalb nicht nur, weil es klingelt, funktioniert es, das ist auch ein Irrglaube. Also Signaling und die eigenen Sprachdaten sind durchaus getrennt. Gut, das war mein Plädoyer für SIP und für vorsichtig sein. Gibt es da noch soweit Fragen zu irgendwas? Fragen zu SIP im Allgemeinen? Okay. Weil ich diesen Account später noch mal brauche, lösche ich den da hier wieder. Das geht auch sehr toll. Also man drückt einfach auf Ja und dann ist es wieder weg. Anwenden, danke. Vergesse ich oft, nach wie vor immer noch. Wir hatten mal Auto-Anwenden implementiert. Das hat aber zu ganz krassen Sachen geführt, wie dass Leute mal so ein paar Listen gelöscht haben und dann gesagt haben, oh, jetzt nicht anwenden und dann zack, Auto-Anwenden. War dann auch nichts. Gut, dann würden wir übergehen zu Spielen mit der Telefonanlage. In der Agenda steht Skill-Based Routing, aber wir wollten eigentlich ein bisschen ein anderes Thema mal fokussieren, und zwar, wie kann ich Moby Dick benutzen, um meine Geschäftsprozesse zu verbessern? Normalerweise ist es ja so, dass man sagt, ja, die Telefonanlage, die soll irgendwie telefonieren und mit dem Geschäftsprozess hat die eigentlich gar nichts zu tun, außer ich rufe an und es klingelt. Das ist eigentlich das, was ich haben will. Stimmt aber nicht. Man kann mit der Telefonanlage sehr viele Sachen machen, vor allem mit einer IP-basierten wie der Moby Dick, die wirklich den Geschäftsprozess verbessern. Das heißt, welche Visitenkarte gebe ich denn beim Kunden ab? Wie funktioniert die Anlage? Wie schnell kriegt er den richtigen Ansprechpartner? Das sind lauter Sachen, die kann ich optimieren. Und welche sinnvollen oder unsinnigen Informationen gebe ich dem, den der anruft? Das sind lauter Sachen, die kann ich mit der Moby Dick sehr, sehr schön optimieren. Und sehe ich aber, dass oftmals nicht besonders intensiv gemacht wird, weil man einfach sagt, naja, es klingelt jetzt, wenn einer anruft, ist okay, es gibt irgendwie ein Team, dann läuten drei Apparate, aber das war's. Und mit unserer Anlage kann man sehr viele Dinge machen, die wirklich das sehr stark vereinfachen, wo ich wirklich sagen kann, ich habe jetzt zum Beispiel irgendeinen Laden, der was verkauft, ich möchte in mehreren Sprachen antworten oder in mehreren verschiedenen Szenarien antworten und da wollen wir jetzt ein bisschen spielen. Und Quirin, du könntest die Präsentation starten und du könntest vielleicht mal ein bisschen
erklären, was wir hier für einen Anwendungsfall haben. Oh, Titel der Präsentation. Ja, das haben wir wohl nicht ausgefüllt. Haben wir nicht ausgefüllt. Mhm. Gut. Ja, wir haben uns mal eine Art Anwendungsbeispiel ausgedacht und sind da auf eine tolle, innovative Internetversandfirma, haben uns die ideiert, die Fancy Flowers 3000 heißt. Was macht die? Die verkauft Blumen übers Internet und zwar Kunststoffblumen. Das war so unsere Idee. Warum wir dann auf Kunststoffblumen gekommen sind, weiß ich nicht mehr. Aber wir gesagt haben, Versandhandel mit Echtpflanzen ist anstrengend. Ja, das ist verderblich und wir machen doch lieber Kunststoffblumen. Deswegen verkauft diese Firma das, ist in Deutschland und in England tätig, hat auch eine telefonische Beratung. Also wenn ich jetzt da wissen will, ist das wirklich echt und schaut das auch echt aus und wie ist das überhaupt und wie groß ist das und wie kommt das, muss man da auch anrufen können, um diese Pflanzen zu bestellen. Und natürlich, wenn jetzt dieses Teil falsch geliefert wird oder nicht zusammengebaut werden kann oder wie auch immer, gibt es natürlich da auch technische Hilfestellung, wenn man da irgendwie Probleme kriegt. Das ist so das Geschäftsmodell von dieser Fancy Flower 3000. Die wollen wir jetzt mal abbilden. Das heißt, die Fancy Flower 3000 hat jetzt unsere Telefonanlage gekauft. Und wir wollten jetzt da so typische Szenarien Wir wollen die Telefonanlage einrichten, bevor die Firma insolvent ist. Genau. Und bezahlt ist der typische Anwendungsfall, den wir hier haben. Ja. Beginnen wollen wir mit Ansagen und beginnen wollen wir einfach mal mit dem Team, das wir hier anlegen. Mhm. Du kannst vielleicht noch erklären, wir haben da drei Telefone mit Accounts. Genau. Also wir haben die Telefonanlage so aufgebaut, es ist jetzt quasi unsere Testanlage mit diesen drei Apparaten. Jeder hat einen Account und wir wollen jetzt mal versuchen, die verschiedenen Leute zu gruppieren und eben mit Skill-Based Routing herauszufinden, wo will denn der hin und wann sollte welcher Apparat läuten dann zum Schluss. Ja, wir werden das auch auf zwei geteilt machen, also um drei Viertel ist Pause, glaube ich, oder? Genau. Dann können wir doch jetzt nochmal mit diesen ganz grundlegenden Sachen anfangen, dass wir mal überhaupt eine Musik da reinbauen. Genau, wir fangen jetzt an, einfach mal ganz grundsätzlich an. Und einfach mal ganz von vorn ein Team anlegen und diese Dinge. Was haben wir hier schon gemacht, um nicht allzu sehr zu langweilen? Wir haben schon mal Benutzer angelegt. Es gibt den Max Muster, es gibt den Matthias und es gibt den Quirin, wobei wir beide in dem Blumenladen arbeiten werden im Support. Und der Max Muster wird dort anrufen. Wir könnten jetzt natürlich auch über den HFO-Trank hereinrufen. Du hast ihn schon gelöscht. Aber ich habe ihn gelöscht und wir haben das getestet. Und dann war es so, der Handyaufbau, wenn überhaupt Empfang ist, ja, dauert sehr lange. Und das ist dann, aus dem kostet wahnsinnig viel Geld. Ja, Irrsinn. Irrsinnig viel Geld. Festnummer vom Handy kostet irrsinnig viel Geld. Irrsinnig. Machen wir nicht. Telefon, Teams. Als allererstes machen wir jetzt da mal ein Team dazu. Und dieses Team nennen wir, was ist das, Support, Sales? Wir haben es eigentlich Fancy Flowers Team genannt. Ja genau, da steht es noch. Weil es ist ja so, dass wir ja nicht verschiedene Teams brauchen, weil wir Skill-Based Routing beherrschen. Sehr gut. Dann suchen wir uns hier mal einfach irgendeine Rufstrategie mal aus. Skill-Based Routing lassen wir noch aus, weil das ist viel zu kompliziert jetzt für den Anfang. Hm. Ich kann das gar nicht richtig konfigurieren. Was machen wir dann, Mitglieder? Du und ich. Ja. Wir geben dem Ganzen eine gewisse Dynamik. Ja. Ja. Speichern. So, dass man jetzt das auch alles vernünftig sieht, starte ich hier noch zwei Clients. Ich kriege einen. Startest du zwei auf deinem Rechner, oder? Ja, ja, das müssen wir hin und her schalten. Mhm. Irgendwas macht der Rechner gerade ganz furchtbar langsam. Vielleicht machen wir das Video Quicktime von vorher zu. Da. Wahnsinn. Ist der Virenscanner, weil Donnerstag ist, gell? Scheiße.
Autosicherheit. Stimmt. Da? Aber der macht ja gar nichts. Nö, es ist nicht so. Der Moby Dick Client ist es selber. Ja. Also du hast jetzt hier zwei Clients gestartet von uns beiden Benutzern, oder? Ja, aber jetzt warten wir, geben wir denen noch eine Gedenkminute. QPASQUI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 162, 101. Dass du hier mein Produktivpasswort einstellst. Ja, ja. Die Nummer meines Koffers ist 1, 2, 3, 4. So. Genau, wir sehen jetzt hier dieses Konstrukt. Wir beide sind jetzt hier in diesem Team. Das Team ist noch nicht sichtbar. Das muss ich noch konfigurieren, dass das quasi damit angezeigt wird. Ist auch ein häufiges Problem. Irgendwas ist mit diesem Client. Also der hier ist auch viel schneller gestartet und der hier hat irgendwie massive Probleme bei irgendwas. Das machen wir nochmal. MP3. Das ist gut. Jetzt ist es besser, da war in dem User-Dir, in dem Home-Dir vom Rumspielen irgendwas kaputt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 192, 168, 101, speichern. Jetzt sind beide hell. Jetzt wird es besser. Jetzt sind beide hell, ja. Also wir haben hier zwei Seams, hell und dunkel. Das dürfte aber den meisten bekannt sein. Was ich jetzt brauche, ist noch eine Team-Konfiguration, dass ich die sehe. Das sind unsere beliebten Rollen. Die meisten hassen die. Fancy Flowers. Und hier sage ich, jawohl, die dürfen sich alle sehen. Vielleicht sind die sogar Super-User, was weiß ich, Pickup-Gruppe. Alles, der Quirin und ich, und in unserem Superteam speichern und anwenden. So, unsere Clients ziehen sich die Rechte beim Login. Das heißt, ich muss da nochmal einmal anmelden. Und hier auch. Jetzt wird es schnell, gell? Irgendwas war da kaputt. Ja, wenn es mit dem REM ist. Wenn es mit dem REM ist, das ist Java, dann ist alles gut. Ich melde mich jetzt hier an meinem Team, genauso wie sich der Quirin hier auch anmeldet an seinem Team. Jetzt kann mir unser Herr Muster damit das Team anrufen. Das Team selber hat die 201, glaube ich. Ah, das war jetzt hier der falsche Apparat. Das ist der Herr Muster. Falsche Taste gedrückt. Ja. Jetzt. Wunderbar, wie man sich vorstellen kann. Man sieht halt jetzt beide Mitarbeiter sehen, dass die Fancy Hotline angerufen wird und dass der Herr Max Muster dran ist. Das ist jetzt nichts, was einen von den Socken hat, also vielleicht den einen oder anderen schon, dass man sieht, wer da anruft, aber okay. Ich kriege Statistiken und so weiter und so fort. Für den Anrufer war das jetzt relativ langweilig. Er hat als allererstes einfach nur mal ein Freizeichen gekriegt und sonst gar nichts. Da ist schon mal das Erste, was wir machen können, ist, dass wir hier Wartemusik auflegen. Die meisten Installationen schauen so aus, wir haben eine Standard-Wartemusik, die ist ziemlich hässlich und die bleibt dafür immer da und das ist das, was der dann hört. Ich versuche jetzt das mal zu machen, indem ich hier mal ein Softphone benutze. Und diese tolle, von uns installierte Bose PA-Anlage. Mal schauen, ob das funktioniert. Built-in Microphone, Built-in Output, Save. Und wenn ich jetzt hier irgendwo anrufe, dürfte man das hören. Call
Sie haben keine Nachrichten. Drücken Sie 2 um den Ort. So, jetzt rufe ich mal Quirin dich an und du legst mich dann wunderbar auf Hold. Das ist fast bei dir. Das ist fast bei mir. Mhm. Wo ist denn da die Hold-Taste auf dem Auswahl? Hm? Da. Ja. Ne. Hold. Ich hab das ist eine R-Taste. Ah ja, jetzt. Wer kennt diese super Musik? Dum, dum, dum. So. Meistens bleibt es so mit dieser Musik und meistens begrüße ich die Leute genauso. Warum? Warum bleibt es so? Warum spiele ich nicht die neuesten Charts aus dem Bayern, was weiß ich, ein oder für alle, die woanders herkommen, aus? Hitradio, super toll. GEMA. GEMA. Genau. Das ist das eine Thema, GEMA. Das andere Thema ist, wer sucht die Wartemusik aus? Das macht überhaupt keinen Spaß, wenn Sie als Admin oder Partner, der einen Kunden betreut, dann zu dem Kunden hinfahren und sagen, suchen wir mal gemeinsam die Wartemusik aus, das ist eine Odyssee. Und darum wird es niemals gemacht. Und es geht hier sehr viel Potenzial verloren. Warum? Weil man könnte dem Kunden A, schönere Musik anbieten, wir können das sogar in HD abspielen, also nur, nicht Stereo, weil man hat bloß einen Hörer, aber sogar in HD. Und man könnte das auch noch anreichern mit sinnvollen Dingen. Also man könnte zum Beispiel sagen, es kommt Musik, dann fadet ihr ein bisschen aus und dann sagt man, und wenn Sie nicht mehr warten wollen, dann kaufen Sie Ihr Pflänzchen bitte woanders und dann wieder einfärben. Also hier wird sehr viel Potenzial verschenkt und hier haben wir ein paar Tipps, was man machen kann. Best Practice Tipps. Es gibt was, das heißt Music Fox, kennt den wen? Ja, einer. Da, ja, da, unser Vertrieb kennt den. Sehr gut. Was macht der? Der macht Musik. Ich kann mir das aber sehr schön aussuchen. Also ich habe hier entweder nach Thema, nach Genres, nach Stimmungen. Und das gebe ich einfach dem Entscheider, der sagt, welche Musik ist denn hier die richtige? Und der geht dann daher und sagt, für mein Bla, wer kriegt doch das Richtige? Für meine Support-Hotline. Und dann habe ich hier das. Und dann habe ich so tolle Musik. Und die kann sich der dann anhören. Oder Apokalypse. Nein, es gibt da sanftere Töne unter Erotik. Wir haben uns lange gefragt, was das jetzt mit Erotik zu tun hat. Ich glaube, das Saxophon dann. 80er Jahre Erotik. Keine Ahnung. Schöne daran ist, man gibt diese Seite, wem auch immer, der das zu entscheiden hat, und dann sucht sich der das aus und sie laden das runter und es ist sehr erfrischend. Es kostet 35 Euro ein einziges Mal und ich darf das in jeder Telefonwarteschlange verwenden. Also es ist wirklich kein Invest, der einen vom Hocker haut und damit kann ich das verwenden. Und das wäre doch mal das Erste, dass man hier vernünftige Musik besorgt, die da passt. Was die Moby Dick kann auch ist, ich kann pro Team andere Musik spielen. Das heißt, wenn jemand bei Sales anruft, kann ich irgendwelche tolle Musik spielen und vor allem kann ich da was hineinmischen. Ich kann dann zum Beispiel Dinge hineinmischen wie, kennen Sie schon unser neuestes Angebot? Wir verkaufen Pflänzchen jetzt auch in Töpfen. Das kann man machen und im Support kann man sagen, wenn Sie anrufen wegen zerbrochenem, keine Ahnung, verwelkten Plastikblumen. Wir wissen, dass sie nicht verwelken können, legen sie wieder auf. So Dinge. Also kann man da machen und kann das dann optimieren, sodass der Anrufer, der anruft, nicht diesen allgemeinen Gewäsch mit der langweiligen Musik kriegt, sondern für ihn zugeschnittene Informationen. Und da ist die Frage, wie macht man das? Macht man schon Cliffhanger über die Pause? Nein, das macht man. Ja, das kriegen wir noch hin, oder? Das kriegen wir noch hin. Wie macht man das? Man lädt sich hier was runter. Wir haben hier uns schon was vorgeglüht. Und zwar Pascom-Präsentationen, IT meets Barbecue. Und hier haben wir schon ein wunderbares, nein, nein, kein iTunes, oh Gott. Ablehnen. Die Kleine. So, haben wir diese Musik.
Wir haben die als sehr passend empfunden für einen Pflanzenladen. Da rufen hauptsächlich verzweifelte Hausfrauen an mit ihren Plastikblumen, da ist das ideal. Haben wir lange uns überlegt. Und jetzt die Frage, wie kriege ich da eine Ansage hin? Klar, Moby Dick kann ansagen. Ich kann einfach davor sagen, willkommen beim Pflänzchenladen, das machen wir dann nach der Pause noch und kann es dann in Deutsch und Englisch und je nachdem die Skills auch richtig setzen, machen wir nach der Pause. Aber ich kann auch während die Musik läuft was ansagen. Und was ist da der Vorteil? Während die Musik noch läuft, versucht die Moby Dick Dinge zuzustellen. Wenn ich den wieder rausnehme aus der Warteschleife, ihm irgendwas sage und wieder rein, hat es erstens diesen harten Charakter, das heißt, es macht Knack. Er ist heraus, dann kommt wieder Stimme, dann macht es wieder Knack, dann kommt wieder Musik und ich kann das wirklich schön machen. Und da trauen sich auch viele nicht ran, weil sie sagen, ja, wie mache ich denn das und das ist alles so kompliziert und will ich nicht. Und deshalb wollten wir hier mal eine Lanze brechen für die Einfachheit und hoffentlich schmiert es uns jetzt nicht furchtbar aus. Audacity. Audacity ist ein Programm zur Audiobearbeitung, kostet nichts. Dieses Projekt will ich gar nicht. Do you want? Yes? No? Yes? Kann sowas? Wie schaut das aus? Ich ziehe mir hier so ein MP3 rein. So. Dann habe ich das hier drinnen und spiele das einfach mal generell ab. Das ist genauso wie vorher. Dazu muss man wissen, man kann in der Moby Dick sagen, für jeden Anrufer spielst du die Musik von vorne ab. Das ist nicht so wie früher, wo diese Bandansage immer so rundum läuft und je nachdem, wo der Anrufer aufklatscht, wird die abgespielt, sondern die beginnt für jeden Anrufer, wenn ich das so einstelle, wirklich von vorne. Das heißt, ich weiß, dass hier bei 15 Sekunden der Anrufer 15 Sekunden in der Warteschleife ist. Was kann ich jetzt hier machen? Ich kann hier sagen, Mute, dann hört sich das Ganze so an. Das ist toll. Weil dann kann ich nämlich hier sagen, ich will mit diesem USB-Geschoss aufnehmen. Dann habe ich hier dieses formschöne Mikrofon. Und da kann ich dann da was aufsprechen. Das probiere ich jetzt mal. Das nächste Pflänzchen ist für Sie reserviert. Sowas in der Art. Dann kann ich mir das da anhören. So. Das nächste Pflänzchen ist für Sie reserviert. Und dann geht es da wieder weiter. Und jetzt kann ich aber Folgendes machen. Ich kann da ein bisschen reinzoomen. In diese Ansage. Und kann dann hier was einstellen, so ein Werkzeug. Das bin nicht ich. Und kann hier so diese Hüllkurven verändern. Das heißt, ich kann sagen, ich will das hier leise faden. Und dann hier wieder laut. Und dann kann ich das unmuten, zurückspulen und dann hört sich das Ganze so an. Das nächste Pflänzchen ist für Sie reserviert. Also ziemlich einfach. Und das mache ich dann nochmal und nochmal und nochmal und kann dadurch jederzeit sehr einfach irgendwelche Ansagen machen. Wenn ich damit glücklich bin, was haben wir dann gedrückt? Exportieren oder so. Ja, glaub schon. Und dann nochmal als. Nein, wir haben zuerst. Das hier hört sich jetzt ziemlich cool an, da. Ja. So. Dass es noch runtergerinnert auf diesen. Dann haben wir hier noch gesagt, Projektrate ISDN. Also wer quasi nur ALAW benutzt, MULAW benutzt, also ISDN, dann hört sich so an. Das nächste Pflänzchen. Jetzt hört sich nach dem Telefon an. Wenn ich einen HD-Codec habe, kann ich das natürlich anders machen. Die meisten HD-Codecs hören aber im PSDN, also sprich im Festnetz einfach auf, also macht es keinen Sinn. Wenn ich damit fertig bin, sage ich, ich exportiere das Audio und zwar als WAV irgendwie. Funktioniert das WAV? Bitte? War MP3 nicht besser? Nein, WAV war ganz gut. MP3, da hat uns der Codec gefehlt, wir waren zu faul, den zu installieren. Ah ja, genau, das war das Problem. So rum war es. Warte, Mucke. So. Yes. Yes. So, das Ding ist jetzt natürlich auch hier Stereo, da Mono und alles vermischt. Das regelt die Moby Dick. In der Moby Dick schaut es jetzt so aus, dass ich hier mache, ich habe eine Wartemusik. Die Default lasse ich mal und dann sage ich hier Fancy. Fancy. Speichere das ab, dateibasiert nacheinander. Man kann auch sagen, ich will es zufällig starten oder wie auch immer.
Und dann kann ich hier für Fancy ein Musikstück hochladen. Wartemucke hochladen. Was wir dann machen und was das Ganze relativ leicht macht, ist, wir konvertieren, was auch immer da hochgeladen wird, in vernünftige Formate für eine Telefonanlage. Also in die verschiedenen Codecs. Auch wenn Sie das ein bisschen in HD hochladen, transkodieren wir das automatisch in HD, Linear Codecs und in Ayla-Müller, auch in GSM. Das heißt, dass wirklich jeder Anrufer, je nachdem, was er für Qualität fährt, das richtig hat. Normalerweise ist das ein ziemliches Rumgebastle, bis ich für eine Telefonanlage das im richtigen Format habe. Bei uns ist das recht leicht. Was ich noch machen muss, ist, wir gehen hier jetzt auf Teams und sagen, die haben jetzt kein Freizeichen mehr, sondern die Wartemusik Fancy. Wende das an. Und dann rufe ich hier mal bei dieser, nein, ich muss anrufen, also bei dir ist es so leise, probieren wir es mal so. Ach so. Hat doch gleich einen anderen Eindruck, wenn ich das da anrufe. Nächste Fenster ist für Sie reserviert. Also, die Soundqualität auch, ne, für eine Telefonanlage. Ganz super toll. Hier habe ich das schon wesentlich verbessert. Das heißt, ich habe hier Musik, die vielleicht einigermaßen zum Thema passt, wo ich da anrufe. Und ich habe die Ansagen schon, die quasi immer wieder vielleicht ausfaden, mir was ansagen. Und zum Schluss dann Dinge davor und danach. Natürlich, ich muss das nicht mit Audacity machen. Ich kann es auch ganz einfach machen, indem ich einfach Ansagen aufspreche. Das schauen wir uns schon an. Die mache ich dann davor und dahinter. Aber das Schöne, der wird zugestellt. Man hat gesehen, das Telefon läutet auch, während die Ansagen dann kommen. Das habe ich halt nur, wenn ich meine Audiodatei bearbeite. Und dazu muss ich wissen, die werden immer von vorn gespielt. Und ich kann dann einen Loop machen, der quasi nach 2-3 Minuten wieder von vorne anfängt, um solche Dinge zu realisieren. Das war es jetzt vor der Pause. Wir machen jetzt wunderbar Kaffeepause und dann schauen wir uns an, wie wir das weiter verbessern können mit Internationalisierung, verschiedenen Call-Routern und Skill-Based Routing. Dankeschön und guten Appetit und so weiter. Wir werden dann weitermachen mit dem Fancy Hotline unserer Fancy Flowers. Wir haben jetzt quasi das schon ein bisschen mit Musik angereichert und da sinnvolle Stimmungen zu sorgen bei den verschiedenen Warteschleifen. Jetzt geht es auch eins weiter. Wir wollen jetzt entscheiden, dass jemand für den Support anruft. Das heißt, der sagt, ich habe ein Problem oder jemand, der was bestellen möchte und das Ganze auch noch international. Es gibt jetzt hier zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Die schlechtere davon, die wir aber machen werden, weil es einfacher ist, ist ein IVR-Menü. Wer kennt das? Alle. IVR-Menüs heißen, drücken Sie die 1 für da, die 2 für bar. Sowas sollte ich, wenn ich es dem Kunden sehr schön machen will, vermeiden. Wie kann ich sowas vermeiden? Zum Beispiel, indem ich eine extra Hotline für den Support habe, dass der von Haus aus schon mal eine ganz andere Nummer anruft. Wenn der auf meiner Homepage auf Support geht, kriegt er halt die 0800, keine Ahnung, Nummer angezeigt, anstatt der Sales-Nummer, die eine andere ist. Also, dass ich da schon kanalisiere. Genauso kann ich das mit Sprachen machen, dass ich auf meiner englischsprachigen Präsenz andere Nummern habe, wie auf meiner deutschsprachigen zum Beispiel. Macht Sinn. Also wo IVR-Menüs zu vermeiden sind, vermeiden, das ist das Allerwichtigste. Wenn, dann bitte nur ein einziges Level an IVR-Menüs. Also keine Multilevel-IVR-Menüs, wo man, also es gibt Konzerne, machen das sehr gern. Es gibt nichts Schlimmeres. Ja, also ein bisschen drüber nachdenken, wie man das vernünftiger verteilen kann als mit dem IVR-Menü. Da wir jetzt quasi das Multisprachensystem von uns mal herzeigen wollen, brauchen wir irgendein IVR-Menü, weil sonst wird das tolle Multisprachenzeug da gar nicht benutzt. Deshalb steigen wir jetzt einfach mal kurz mit dem IVR-System ein. Sind wir schon da? Ja. So, was brauche ich dazu? Bei uns findet man es unter Anrufverteilung IVR. Und bevor ich das IVR-Menü machen kann, brauche ich Ansagen. Wir wollen also quasi, wenn ich die 1 drücke, kriege ich Pre-Sales oder kriege ich irgendwelche Auskünfte. Bei 2 kriege ich Support. Das heißt, das brauche ich. Das machen wir bei uns im Ansagesystem. Das haben wahrscheinlich viele schon mal irgendwann mal wo gemacht.
sinnvoll ist, dass ich hier einen Präfix mache, weil sonst habe ich sehr viele Ansagen und finde die nicht mehr. Ich sage jetzt hier mal IVR. Und man kann jetzt Folgendes tun, man kann es hier freigeben. Natürlich kann ich jetzt wieder, wie ich es vorher gezeigt habe, mit dem Mikrofon was aufsprechen und kann das hochladen. Aber eine sehr viel einfachere Methode ist unser Ansagesystem. Und das kennt vielleicht gar nicht jeder, darum zeige ich das mal her. Ich kann jetzt hier einfach was freigeben. Ich speichere jetzt mal diese Ansage einfach mal ab. Dass man auch sieht, wozu die Präfixe sinnvoll sind. Weil wenn ich jetzt FF- sage, sehe ich bloß meine eigenen Ansagen. Weil das System hat sehr viele Ansagen natürlich. Und das kann ich jetzt freigeben, das Deutsche. Magst du unser deutsche IVR-Menü-Ansage aufsprechen? Mhm. Wichtig ist dabei, nicht die Freisprecheinrichtung von so einem Telefon zu benutzen. Wir machen das jetzt aber trotzdem, weil man sonst nichts hört. Ne? Sonst nichts hören. Oder ja? Kann das ein Lautsprecher gleichzeitig? Das könnt ihr auch versuchen. Ah, Stern 50 ist es auch. Um sich eine Ansage anzuhören. Also man kann jetzt aufsprechen, wenn man die 1 drückt. Geben Sie den Code der Ansage. Und dann kann man diesen freigegebenen Code hier eingeben. 120 307. Was ist das eigentlich? Die gewünschte Ansage konnte nicht ermittelt werden. Nochmal. Hast dich vertippt? Nein, der hat aufgelegt. Nochmal. Drücken Sie eine beliebige. Geben Sie den Code der Ansage ein. 120 307. Bitte sprechen Sie nach dem Beep-Ton und bestätigen Sie mit der Ansage-Taste. Welche? Ja, die IVR-Ansage. Welche? Drücken Sie 1 für was weiß ich und die 2 für was weiß ich. Wie kann ich es abbrechen? Auflegen. Soll ich selber machen? Na? 1 für Fragen und 2 für Support. Hm? Oder du sagst, überleg dir vorher, was du sagst. Ja, 1 Fragen, 2 Support. Mach mal die PIN bitte. 120 307. Bitte sprechen Sie nach dem Beep-Ton und bestätigen Sie mit der Raute-Taste. Drücken Sie 1 für den Vertrieb und 2 für den Support. Sehr gut. So, das Ganze wird hier verhackstückt. Und ich habe das dann hier, wird auch wieder in alle richtigen Codecs konvertiert. Wenn ich es hier aufspreche, ist es natürlich ALAW, weil alle Telefone hier mit dem ALAW, der entspricht ISDN-Codec, fahren. Wenn ich es hochqualitativer hochlade, wird es auch in HD-Codecs konvertiert. Ich kann mir das wieder anhören hier. Drücken Sie 1. Sogar ziemlich gut. Ja, das habe ich gesprochen. Mit dem Auerswald-Telefon. Drücken Sie 1 für den Vertrieb und 2 für den Support. Gut. Kriegst du es auf Englisch hin? Versuch's mal. Freigeben. Willkommen. Im. Drücken geben Sie den Code der Ansage ein. 527 696. Bitte sprechen Sie nach dem Beep-Ton und bestätigen Sie mit der Raute-Taste. Press 1 for Sales and 2 for Support. Gut. Ich habe es jetzt in verschiedenen Sprachen. Ich kann das in so vielen Sprachen machen, wo ich lustig bin. Wenn mir die Sprachen ausgehen, kann ich mich hinzufügen. Das machen wir in der Schweiz sehr gerne. Press 1 for Sales and 2 for Support. So. Und sowas kann ich jetzt in so ein IVR-Menü mit einbauen. Was ich aber auch noch gleichzeitig anlege, sind Call-Labels. Das heißt, ich kann meine Calls mit gewissen Labels markieren und diese Labels werden dann durch die ganze Anlage transportiert, sodass jemand sieht, was jemand irgendwo ausgewählt hat oder warum mein Anrufer auf mich zukommt. Was wir alles für Labels brauchen, sind 2 verschiedene Arten, die wir hier haben. Wir haben generische Label, das ist wie ein Post-it, das ich an den Call dran klebe. Ein generisches Label ist zum Beispiel, will der Support, will der Sales, sowas kann ich da machen.
eine Fähigkeit ist, kann der Deutsch, kann der Englisch. Also wirklich keine Information, wo ich dann sehe, aha, der will jetzt Support, aha, der will jetzt sonst was, sondern wo ich sage, den Mitarbeiter brauche ich gar nicht auswählen, weil der kann kein Englisch. Der kann auch mit keinem, der Englisch sprechen will, sprechen. Die Fähigkeiten könnten natürlich nicht nur Sprachen sein, sondern auch, ich kann nur Windows supporten, ich kann nur Linux supporten, solche Dinge. Und das hilft halt ungemein, wenn ich sehr viele Mitarbeiter habe, die irgendwelche Anrufe abfrühstücken, dass ich dann gezielt den richtigen raussuche. Machen wir ein generisches Label. Da sage ich jetzt Sales. Und das zweite wäre Support. Dann brauche ich noch ein Label, eine Fähigkeit, Deutsch. Noch eine Fähigkeit, Englisch. Diese Fähigkeiten kann ich jetzt hier zuteilen und die kann ich dann auch setzen. Ich mache jetzt hier ein IVR-Menü und in dem sage ich zum Beispiel IVR. Ich kann es auch nennen Sales Support, wie auch immer. Ein Timeout, wie lange ich warte, bis der eine Taste drückt. So eine Nummer, die 501. Dann kann ich hier wählen FFIVR. Das möchte ich also ansagen. Und dann kann ich sagen, wenn derjenige 1 drückt. Invalid und Timeout ist schon drin. Also wenn der nichts drückt oder wenn quasi der eine falsche Taste drückt, könnte ich auch wieder alles verändern. Von standardmäßig wird einfach das Menü nochmal vorgelesen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel Support. Wenn er 1, na was 1 war, Sales. 1. Wir machen natürlich alles intern. Da mache ich jetzt folgendes und sage Label setzen. Und zwar Sales auf 1. Man braucht auch gar nichts setzen, es funktioniert genauso. Und dann sage ich, wenn der will, Support 2. Mache ich wieder, auflegen ist natürlich auch sehr nett. Wieder ein Label setzen. Das Label ist dieses Mal Support auf 1. So. Das ganze IVR. Heute ist die 501, ich rufe das wieder hier mit meinem Client an, um einfach das lauter darstellen zu können. Drücken Sie 1 für den Vertrieb und 2 für den Support. Jetzt drücke ich mal die 1, dann legt es auf. Ja. Ich habe natürlich vollkommen misskonfiguriert. Das heißt, ich habe nur das Label gesetzt und danach mache ich nichts, dann legt es einfach auf. Das war sehr schlau. Ich muss natürlich jetzt auch noch in die Warteschleife abwerfen. Support geht hier einen Abwurf in die Warteschleife und zwar nach Fancy Hotline und auch bei Sales. Ein Abwurf in die Fancy Hotline. Jetzt wird es besser werden. Nochmal. Drücken Sie 1 für den Vertrieb und 2 für den. Dann kriege ich da die wunderbare. Das nächste Plänzchen ist für Sie reserviert. Dann kriege ich hier die wunderbare Musik. Und ich sehe aber auch gleichzeitig, dass derjenige hier selbst sprechen möchte. Das heißt, diese Informationen, die ich an diesen Call dran hefte, sehe ich auch gleichzeitig bei dem, wo das Gespräch ankommt. Und das ist auch wieder zu dem, wie kann ich das an meinen Geschäftsprozess anpassen? Ist es natürlich viel besser, wenn der Mitarbeiter, der einfach beides macht, was häufig ist bei Support-Teams, dass der sowohl den Support macht, als auch Bestellungen annimmt, zum Beispiel bei so typisch diesem Pflanzenladen-Beispiel, dass er gleich sieht, um was es eigentlich geht. Und nichts ist nerviger, wie wenn ich irgendwo anrufe und dann habe ich vielleicht sogar meine Kundennummer in ein IVR-Menü eingegeben und dann sagt derjenige, was wollen Sie eigentlich und wie ist eigentlich Ihre Kundennummer? Also das ist ganz schrecklich, finde ich. Deshalb, diese Informationen kann ich durch die ganze MobiDick durchtragen, indem ich einfach Call-Labels verwende und somit sehr genau anzeige,
was derjenige eigentlich sehen darf und was nicht. Oder was der sehen soll und was nicht, was der über seinen Anrufer wissen soll. Das nächste, was man machen kann, ist, dass ich Anrufer quasi auswähle anhand von gewissen Skills, die die haben. Und dazu muss ich zwei Dinge wissen. Erstmal muss ich Benutzern Fähigkeiten geben. Das mache ich hier. Da sage ich, der kann Deutsch. Da kann ich dann sagen, irgendein Level, der kann zu 50% Deutsch. Oder ich kann da sagen 1-0 oder wie auch immer. Der Matthias kann natürlich Deutsch und Englisch. Speichern und weiter. Und der Quirin kann natürlich nur Deutsch. Speichern und schließen. Solche Fähigkeiten einfach mal verteilen. Dann haben wir da dazu, dass ich da was setzen kann. Das könnte ich jetzt einfach ins IVR-Menü mit reinbauen oder irgendwie so. Wir haben aber hier sehr schöne Dinge, die nennen sich Anrufverteiler. Und da kann ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt mein DE-Verteiler. Da mache ich Folgendes. Da setze ich ein Call-Label. Und zwar, dass man hier Deutsch sprechen will. Und hier könnte ich jetzt wieder sagen, mindestens zu 50%, mindestens. Aber ich habe quasi nur 0 und 1, also sage ich, ja, der muss Deutsch können. Danke für den Hinweis. Ich mache die gleichen Fehler gern zweimal. Abwerfen. So, alles in diese Fancy Hotline hinein. Also ich brauche nicht 100 verschiedene Teams, sondern alles in meine Fancy Hotline. Und das nächste sage ich jetzt Englisch. Und sage da auch ein Label setzen. Und zwar, der will Englisch sprechen. Auch wieder 1. Dann brauche ich was, ich muss die Kanalsprache ändern. Das könnte ich jetzt schon gemacht haben bei den eingehenden Regeln. Also wenn ich sage, wenn der dessen das Amt anruft, dann weiß ich, der ist Englisch, weil das ist meine englische Nummer, dann kann ich das setzen. Ich habe jetzt hier das Problem, dass ich keine eingehenden Regeln habe, weil ich es intern teste. Dann kann man Folgendes machen, und zwar ein Inline-Skript. Und kann da zufällig in meiner Zwischenablage, habe ich da zufällig eine Variable, da kann ich also sagen, setz die Kanalsprache jetzt auf Englisch. Dadurch stellt das System die ganzen Sprachen auf Englisch um und ich bekomme die englischen statt die deutschen Ansagen, wenn die existieren. Wenn die nicht existieren, macht dann Fallback auf die deutschen, wenn es ein deutsches Setup ist, oder Fallback auf Englisch, wenn es ein englisches Setup ist. Und dann brauche ich einen Abwurf. Übrigens brauche ich einen Abwurf auf das IVR-Menü und nicht auf das Team. Gell? IVR, genauso habe ich das hier falsch gemacht. Beim Deutsch. Aber man kann ja hier zum Glück alles richten. IVR. So. Das muss ich machen. Dann, was häufig vergessen wird, was ich versuche jetzt nicht zu vergessen, ist, man muss Skill-Based Routing einschalten. Das kann ich hier machen. Ich kann verschiedene Skill-Based Routing machen. Wir haben da ein Skript, das wir mitliefern. Das könnte ich anpassen, wenn ich eine andere Vorstellung von, wie Skills verteilt werden sollen, hier habe. Danach sage ich alle. Das heißt, zuerst gilt Skill-Based Routing. Der sucht mir die Agenten, die die Sprache auch sprechen. Und dann läuten dort alle, die in Frage kommen. Das heißt, zuerst das hier und dann hier die Strategie, die hier eingestellt wird. Das Ganze wende ich an und die Erwartungshaltung ist jetzt folgende. Wenn die Anrufverteiler angerufen werden, wenn der 9001 angerufen wird, kriege ich einfach das deutsche Menü und ich sehe, dass der Deutsch sprechen will in meinem Client und er wählt Quirin und mich aus. Mhm. Wähle ich 9002, sollte es Englisch sein, ich kriege die Information und er wählt nur mich aus, weil ich der Einzige bin, der Englisch kann. Dann machen wir das aber lieber hier von dem Telefon. Das machen wir hier von dem Telefon aus, weil sonst sieht man nichts. Also ich fange an mit der 9001. Drücken Sie 1 für den Vertrieb und 2 für den Support. Man sieht jetzt hier, Deutsch, Support. Deutsch Support, das heißt, beide Agenten wurden ausgewählt und der Anruf durchgestellt. Du kannst auflegen. Es hört sich ein bisschen an wie im Volksfest, wo an jedem Stand eine andere Musik ist, aber
Besser haben wir es nicht. Das läuft für den 9002 an, bitte. Press 1 for sales and 2 for support. Das heißt, wir haben jetzt den, kann schon wieder auflegen. Das heißt, er setzt es jetzt quasi dann um, hat nur mich ausgewählt, man sieht hier nur den Missed Call für mich, weil er anhand der Skills quasi den richtigen Ansprechpartner ausgewählt hat. Und so, glauben wir, kann man den Callflow sehr stark an das, was im Unternehmen wirklich gebraucht wird, anpassen und nicht einfach die Telefone läuten. Und das wird relativ wenig noch benutzt aus unserer Erfahrung heraus und sollte, glaube ich, sehr viel mehr benutzt werden, weil es doch tolle Möglichkeiten bietet. Das ist natürlich bloß das eine Ende. Jetzt würde man noch das ERP-System, das Ticketsystem oder das CRM-System von dem Kunden integrieren, sodass auch dann quasi der gleich weiß, wer dran ist, wer der Kundenkontakt ist und so weiter. Aber das ist halt dann komfortabel für den Mitarbeiter. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, ist auch ein echter Mehrwert für den Anrufer. Und der kommt sich professionell abgehandelt vor und nicht, dass er sowieso stört, weil er anruft. Also das ist das, was ich da mitgeben will. Das war's von unserer Seite mit der Demo. Gerne können wir über die ganzen Details noch sprechen, wenn jemand Ideen hat oder Fragen. Ich bedanke mich soweit und als nächstes kommt die Firma Kixel mit ihrer Präsentation. Danke.